Hallo, herzlich willkommen bei Shelog und zu diesem Infovideo, das lange versprochene Infovideo. Tut mir leid, dass es wieder so lange gedauert hat. Ist jetzt schon wieder eine Zeit her. Das ist auch der Anlass für dieses Infovideo, dass ich mich im Moment nicht so um den Kanal kümmern kann, wie er das wahrscheinlich verdient hätte und vor allem, wie ihr das verdient hättet. Das sind zum einen äußere Umstände, die zeitraubend sind im Moment, aber es liegt auch viel an mir, dass ich halt im Moment einfach nicht, wie kann ich es besser formulieren, einfach nicht die Kraft habe, das so zu machen, wie ich das gerne hätte. Einige haben gefragt, nein, eigentlich möchte ich nicht aufhören, weil es mir eigentlich sehr viel Spaß macht, Videos zu machen. Nur im Moment ist halt irgendwie der Wurm drin. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich möchte den Kanal, also auf gar keinen Fall werde ich den Kanal löschen oder so. Das ist ja Quatsch. Die alten Videos sind noch da, die kann man sich immer noch angucken, wenn man da Lust zu hat. Also den Kanal löschen, dazu gibt es wirklich keinen Grund. Und ja, dann kann man halt wann anders wieder Videos aufnehmen. Was jetzt konkret im Moment ansteht, was ich tun werde, ich werde mein Tippi-Konto auflösen. Das ist jetzt nur für diejenigen interessant, die da regelmäßig spenden. Sobald mir mein Tippi-Passwort wieder eingefallen ist und ich herausgefunden habe, wie man das tut, werde ich das löschen. Denn es hat ja keinen Sinn, wenn ich nicht regelmäßig Videos produziere, hat es überhaupt gar keinen Zweck. Das macht es auch keinen Sinn, wenn ihr mir dann regelmäßig Tipps gibt. Und dementsprechend werde ich das auflösen. Wenn ich dann irgendwann wieder Videos produziere und ihr ein einzelnes Video seht und sagt, jo, das hat sie gut gemacht, dafür will ich ihr was geben, dann kann man das direkt über PayPal machen. Dafür brauche ich das Tippi-Konto nicht. Das ist jetzt nur interessant für diejenigen, die regelmäßig auf Tippi was spenden. Die werde ich aber auch nochmal separat anschreiben. Also das werden wir schon alles irgendwie hinkriegen. So viel dazu. Einige haben mich kontaktiert und haben sich Sorgen gemacht. Das müsst ihr nicht. Macht euch bitte, bitte keine Sorgen um mich. Das geht vorbei. Ich weiß nicht wann. Es ist alles so weit physisch gesehen in Ordnung. Es ist alles nichts Dramatisches. Das bitte nicht. Wenn ihr mich erreichen wollt, Social Media ist im Moment, da bin ich nicht viel unterwegs. Das Internet belastet mich irgendwie im Moment. Nichtsdestotrotz frage ich meine E-Mails ab, also die E-Mail-Adresse, die im Kanal angegeben ist, wenn ihr mich kontaktieren wollt. Das ist im Moment die beste Möglichkeit, mich zu erreichen. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich nur nette E-Mails bekomme und keine Spam-E-Mails. Ich kaufe keine Toaster, dass ihr es wisst. Und auch keine Klimaanlagen. Ja, gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es tut mir sehr leid. Aus irgendeinem Grund finden einige von euch es ja wirklich gut, mir beim Spielen zuzusehen. Das freut mich auch total und es tut mir super leid, euch zu enttäuschen. Das ist das Letzte, was ich möchte. Ich hoffe, ihr nehmt mir das alles nicht krumm. Ich danke euch jetzt erstmal, dass ihr euch mein Gejammer angehört habt. Die 3 Minuten und 5 Sekunden. Ich hoffe, wir sehen uns bald in alter Frische wieder und bis dahin passt bitte gut auf euch auf. Tschüss!